Hallo, grüß Gott. Auf unserer YouTube-Seite Pfingstnovene der Lichtspurensuche. Herzliches Willkommen und Einladung mit die Gedanken zu tragen und sich tragen zu lassen von den Gedanken und das Herz zu öffnen für Gottes Geistgegenwart. Wir treffen uns miteinander zum Gebet, um die Einheit, um Heilung und Heil. Ja, wir treffen uns in dem Bewusstsein, dass wir reich beschenkt sind. Reich vom Heiligen Geist, geistreich. Ich freue mich auf das Glaubenszeugnis, das wir an dieser Stelle wieder mitbekommen und einander geben dürfen. Und in dieser Zeugnisgemeinschaft segne Gott euch und eure Familie. Amen. Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Die letzten Tage waren sehr arbeitsintensiv. Und aus verschiedenen Gründen auch ziemlich anstrengend. Also muss ich mal hier raus, an die frische Luft, den Kopf frei bekommen und wieder durchatmen können. Ich beschließe also, einen Waldspaziergang zu machen, zu meiner Lieblingswasserstelle. Dort treffe ich auf eine Familie. Ihre Wanderung war wohl länger als geplant. Und jetzt sind sie erschöpft und die Füße qualmen. Ich vermute, sie haben sich irgendwo verlaufen. Aber zugeben will das natürlich keiner. Es dauert sowieso einige Zeit, bis wir ins Gespräch kommen, denn sie sind sehr zurückhaltend. Schnell wird mir klar, dass sie in ihrem Leben schon viele Wege gegangen sind. Raus aus der alten Heimat. Und hier mussten sie ganz neu anfangen. Ich höre erstmal nur zu. Und plötzlich fangen die beiden jugendlichen Kinder an zu erzählen. Sie haben nicht so viele Ängste und teilen die Sorgen ihrer Eltern nicht. Ganz im Gegenteil, sie stecken voller Ideen und Tatendrang für ihre Zukunft. Sie vertrauen darauf, dass alles gut wird. Irgendwie wird schon werden. Einerseits finden die Eltern das toll. Andererseits halten sie ihre Kinder aber auch für zu sorglos. Je mehr ich zuhöre, umso mehr wird mir klar, auch ich bin auf einer Wanderung. Mein Weg, der mich bis heute und hierher gebracht hat, war auch alles andere als gerade. Es ging mal bergauf und mal bergab. In Kurven, oftmals vorwärts, aber manchmal auch rückwärts. Immer wieder habe ich dabei aber Menschen getroffen, die mich begleitet haben. Wie Lichtspuren, die den Weg heller machen. Menschen mit besonderen Gaben, wie schweigen und zuhören können. Oder gute Ratschläge in tolle Geschichten zu packen, so dass man sie auch gut annehmen kann. Das alles hat mir immer wieder gezeigt, wie behütet und begleitet ich bin. Ich denke, jeder von uns ist auf seinem persönlichen Weg. Und jeder ist begleitet von Gottes Lichtspuren und von seinem Vertrauen in uns. Es liegt also an uns, dieses Geschenk anzunehmen. Dann, denke ich mir, kann der Funke überspringen. Aber Vertrauen haben. In was oder wen? Wenn ich davon ausgehe, alles regeln zu können, dann sehe ich den Wald vor Bäumen nicht. Und dabei ist der doch so schön und alles darin ist geregelt. Die Schöpfung wirkt wie ein Wunder auf mich. Und noch größer, wir gehören dazu. Eigentlich kann es also ganz einfach sein, Vertrauen zu haben.
denn an jeder Wegkreuzung habe ich die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden, auch wenn ich mich manchmal verlaufen habe. Und wenn alles irgendwie geregelt ist, dann kann ich doch darauf vertrauen, dass das auch für mich gilt. Für mich sind Gottes Lichtspuren der rote Faden in meinem Vertrauen. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in